Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Simmerport mit Fabian LP. In der Zwischenzeit, nachdem wir letztes Mal endlich wieder eine Folge hatten und hier das Ticketing gebaut haben, habe ich mal das Land erweitert und hier schon mal ein bisschen geplant, was man da machen könnte. Wir haben zwar hier auch noch ein paar Defizite, Probleme, die wir uns annehmen müssen. Ich habe mir aber gedacht, heute machen wir mal eine Abwechslung zur anderen Folge und wir bauen hier oben mal was Neues. Also, wir bauen ja immer was, aber im Gegensatz zu jetzt so leichter Dekoration, möchte ich heute erstmal hier das Grundstück ein bisschen ausbauen. Ich weiß, es kostet dann auch wieder, dementsprechend, wenn wir es nicht nutzen, aber naja, so. Hier, der Zaun, den würde ich gerne einreißen. Den braucht es nicht. So. Das kann schon mal weg. Hier würden wir dann den Zaun an der Straße entlang hochziehen, damit wir da auch die zwei breite Straße gut machen können. So. Und sobald der gebaut ist, können wir das hier auch abbrechen. Dann habe ich hier schon mal eingezeichnet und ich zeige euch schnell, wie das so gedacht ist. Also, rot ist der Taxiway. Und pink ist hier die Start- und Landebahn, die wir gleich auch erweitern könnten. Und dann haben wir hier ein großes Gate, ein XL. Da oben noch eins und dann noch eins. Und vielleicht noch eins. Mal schauen, wie es aufgeht. Und auf der anderen Seite haben wir kleinere Gates. Damit in der Mitte bleiben nur 20. Ihr seht es hier, das ist 10. 20 Platz. Hier haben wir 30 Platz. Aber durch, also früher wäre das nicht gegangen. Aber durch das, dass wir hier mehrere Stockwerke haben, wo wir Dinge auslagern können, im Gegensatz zu hier, wo wir einfach viel zu viel Platz haben, wird das eben sehr interessant. Und deshalb möchte ich das mal so bauen, um zu sehen, wie das so geht. Hier drüben ist ein bisschen anders. Denn wir haben hier, also das Gebäude ist eigentlich gleich breit. Wir haben aber hier den Taxiway nicht auf der Stelle, sondern eins daneben, weil wir hier die Startlandebahn ein bisschen nach draußen gesetzt haben, um hier ein bisschen Platz zu schaffen. Und deshalb hätten wir hier dann gleich viel Platz wie hier unten, wenn wir das so wie da machen. Also 30 Felder, 20, 20. Wenn wir hier aber 30, 20, 30 machen, kommen wir wieder genau auf das gleiche in der Mitte und wir haben mehr XL Gates. So. Ich möchte aber, bevor wir das hier bauen, das hier mal austesten, wie das Ganze so läuft. Das wäre schon das Ziel. So, vielleicht sollte ich mal ein bisschen schneller eintippen hier. Und ich möchte mal hier die Priorität erhöhen. Geht da einer mal ein bisschen holen. Ja, ich möchte das Ganze zuerst mal auf dieser Seite austesten. Dann können wir das hier immer noch ändern. Das ist so die Sache. Gut. Da brauchen wir natürlich hier einen Rollweg. So. Sowie auch hier. Und natürlich werden wir noch weiter nach oben erweitern. Aber da brauchen wir wieder 1 Million. Und ja, wir haben noch 1 Million, aber die setzen wir jetzt hier ein. Das ist so die Sache. Gut. Dann hier der Zaun, der kann weg. Und dann können wir da die Straße bauen. Oh ja, bei der Straße muss ich noch was korrigieren. Ah, das ist neu. Okay. Sehe ich zum ersten Mal. So. Das wäre so angehängt. Hier unten ist nämlich noch ein Fehler. Hier, den, seht ihr den? Und jetzt... es ist blöd, ich kann hier den nicht... Weil die Lieferung ist da hinten. Und ich kann hier nicht die Straße einfach so aufreißen. Das ist ein bisschen das Problem. Also den müssen wir mal... ja, irgendwie in der Nacht beheben. Das ist noch der Fehler, der ist da drin. Weil früher hatten wir hier die Abzweigung. Sonst sieht alles gut aus. Ja, da ist auch was. Denn die Fahrzeuge können auch abbiegen eigentlich, ohne dass da ein Pfeil ist.
machen sie hier natürlich nicht, weil sie doch Leute abholen auch, nicht nur bringen. So. Ja, sieht gut aus hier. Eigentlich soweit schon. Und wir werden ja auch weiter etwas verdienen, wenn ich jetzt hier baue. Ich kann ja gar nicht so schnell bauen eigentlich. Also jetzt gerade schon. Wir geben da schon was aus, aber so viel geht dann auch nicht. So, hier kommen zwei von denen. Hier kommt dann die Beton-Fundament-Fassade. Und jetzt brauchen wir für den noch eine andere Position. So, also erstmal muss das weg. Den lasse ich mal da. Ja, wird gerade jetzt abgeholt. Oder? Ja. ...15 Meter haben wir da. Aber das ist ja eigentlich nahe genug dran. Deshalb hier hat es gerade noch gereicht. Da hinten auch. Ah, ich kann es ja... Stimmt, ich kann es ja hier draußen... Diesen Bereich brauchen wir eh nicht groß. Kann ich es ja hier setzen. So. Bisschen komisch, dass wir so viel ILS haben, aber naja. Interessiert da niemanden eigentlich. Das Lager müssen wir da noch umbauen. Und schon beginnt das große Ruckern, weil sie hier Fundament bauen. Kann ich verstehen. So. Da würde ich dann gerne noch diese upgraden. Ah, die kann man immer noch nicht drehen. Stimmt. Und dementsprechend brauchen wir dann auch Treibstoffleitungen nach oben hier. Hallo? Ja, jetzt geht's nicht mehr so gut. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen ohne Ruckeln weiterspielen können. Das wäre schon noch schön, eigentlich. So wie wir auch hier eine Treibstoffleitung nach oben brauchen. Und wenn sie schon dran sind, hier ebenfalls. Schon mal vorbereiten. So. Fragt ihr euch vielleicht, wie kommen denn die Passagiere hier hin? Das ist auch noch so eine Sache. Wir müssen hier untergrundmäßig einen Tunnel bauen, der hier nach hinten geht. Und ja, wir haben hier im Untergrund schon mal ein bisschen eigentlich gebaut. Das kann man notfalls ganz nach unten verlegen. Hier ist aber noch Platz drin eigentlich. Und deshalb hätte hier ein Gang nach hinten Platz. Wo man dann auch gerade Ticketing und Security machen könnte. So, und ihr wolltet noch eines haben, oder nicht ihr, sondern jemand, aber das ist nicht das Problem, dass wir hier ein paar Personaltüren hinsetzen in die diversen Richtungen, damit die Räume hier auch begehbar sind. Obwohl die Fehlermeldung ist mittlerweile eigentlich weg. Also Fehlermeldung gibt es nicht mehr. So, da wird eh noch umgebaut. Das ist ein bisschen blöd hier. Das hier geht viel besser, weil da gehen sie gerade raus. Man könnte hier auch Laufbänder hinstellen, aber für die Distanz, ja, lohnt sich das jetzt nicht so groß. So, sie sind bereits fertig hier. ILS ist auch umgestellt, oder? Jawohl. Es ist schön, wieder mal XLGA zu bauen. Ah, schön. So, die Planung kann hier verschwinden. Und hier ebenfalls. So. Und weil es so schön ist, müssen wir einen Stock höher genau das gleiche nochmals bauen. Also nochmals 400.000. Und so gesehen, ein Stock tiefer, eigentlich auch nochmals das gleiche. Verträgt es das Gebäude? Oder verträgt es das Spiel? Ich glaube schon. Kriegt das hin. So, geplant ist, dass wir die Fahrzeugdepots und so da oben machen. Also, bevor das in Betrieb geht, werden wir wahrscheinlich eh hier oben irgendwo zumachen. Weil zu viel Leute geht da auch nicht, oder? Also wir sind schon
beschränkt in der Breite hier. Ja, dass irgendwie für 5 oder 6 Gate reicht. Für Ticketing und Security, mehr nicht. Aber wir hätten theoretisch die ganze Länge. Also das haben wir. So. Ja, dann können Sie da mal schön ausbauen. Zugang haben Sie selbst noch nicht, aber ihr seht, das ist ja kein Problem für die. Ja, und ich könnte mich mal drum kümmern, dass wir hier ein bisschen ausbauen. Also, dass wir hier das Ganze so breit machen. Dann hier weitergehen, so und so und so. Weil wir brauchen hier mehr Laufbänder, das ist schon mal klar. Ich muss aber sagen, es ist schon nervig, dass die Leute hier durchlaufen. Aber ehrlich gesagt, hier runter zu gehen und da wieder hoch zu gehen, lohnt sich eigentlich fast nicht, so gesehen. Also wir sind hier schon sehr nahe und die Anreisezone, die kann sich noch ein bisschen vergrößern. Kann hier bis zur Ecke gehen und dann fehlt da gar nicht mehr viel. Hier fehlt ein bisschen Bürgersteig, aktuell. Da oben auch, so. Aber dann ist diese Distanz hier gar nicht mehr so weit. Klar, sie laufen hier auf der Straße und so, aber hier runter zu gehen... Und logischerweise müsste ich hier raufgehen, damit sie nachher die Kurve haben und nicht erst hier hinten. Dann lohnt sich das eben fast nicht, oder? Ich würde eher drauf setzen, dass wir dann den zweiten Abgang machen, den hier nebenan laufen lassen, für die das Ticketing hier. Also, dass sie hier für dann da hinten, oder? So gesehen. So, wie sieht's da aus? Der obere Stock sind sie dran. Unten ist noch nichts gemacht. Genau, und hier wollten wir ausbauen. So, das Ganze ist so, dass wir einfach hier da eine Wand reinziehen. Da ebenfalls, so. Und dann sogar hier oben auch eine Wand. Die Wand ist 7 lang. Also so. So, dann ist das hier gar nicht nötig. Wenn sie mir das jetzt noch schnell machen könnten, wäre nicht schlecht. Bevor sie hier unten oder da hinten beginnen. Aber ihr seht, wir kommen kaum mehr nach mit Arbeiter. Deshalb stelle ich da ein paar mehr ein. So. Geht es ein bisschen schneller, wir können es uns ja leisten. So ist es nicht. Ein paar Hausmeister ebenfalls. So, hier überall Priorität erhöhen. Und sobald sie das haben, breche ich das hier ab. Weil es ist gefährlich, wenn jetzt Leute rauskommen, laufen die hier voll... in die Wand rein. Ja, da seht ihr es schon. Funktioniert aber soweit schon gut. Haben wir einen Straßenstau oder wie? Wie sieht's aus? Ich sehe da nichts. Ne, sie sind nur gerade überall verteilt, glaube ich. Das ist so die Sache. So, das kann ich jetzt hier nicht ertragen, dass da der Boden kaputt ist. So. Kommt schon, wo sind die denn?
Sie arbeiten hier hinten, obwohl ich die Priorität hier ganz klar gesetzt habe, eigentlich. So, da kommt Ewand. Und jetzt Priorität erhöhen. So, die Hausmeister nutzen jetzt hier die Ab... Ne, das sind die... Das ist Airport-Stuff gewesen. Die können jetzt hier raus, dann sind sie schneller draußen. Ja, stört mich eigentlich nicht. So, hier fällt die letzte Wand und dann ist gut. Und das kriegen sie, glaube ich, noch alleine hin. Wir können ihnen helfen, indem wir da noch so eine Tür reinmachen. Hier so. Gut. Und dann haben sie hier das Kellergeschoss fast fertig. Wir haben das Obergeschoss, Kellergeschoss und Erdgeschoss. So. Da müssen dann Türen rein. Ich möchte hier aber gar noch nicht richtig ausbauen, denn da werde ich mir natürlich wie immer wieder einen Plan machen, was ich da so denke. Wie wir das Ganze aufstellen. Hier auch der Keller, das ist erstmal so vorbereitet. Im Keller könnte man zum Beispiel die Security einbinden, dass wir hier auf dem Weg nicht alles zupflastern müssen. Obwohl das eigentlich gar nicht so schlimm wäre. Ja, jetzt müssen wir hier noch ausbauen. Das haben sie auch noch nicht gemacht hier. 35 Leute, kommt schon. Und dann baue ich, glaube ich, hier ein zweites Häuschen nebenan. Oder besser gesagt, einfach eine weitere Treppe. Oder zwei weitere Treppen. Werden es vielleicht. Und da seht ihr schon, kommt ein bisschen unser Zeug weg in den Weg. Wenn es in den Weg kommt, ich werde es ausmessen hier, dann werde ich das zwischen den Folgen verlegen. Weil das haben wir jetzt genug gemacht, die letzten paar Folgen. Also ihr wisst es ja, wie viel wir hier in den letzten paar Folgen bewegt haben. Deshalb, das kann ich auch noch zwischen der Folge machen. Sowas stört mich übrigens auch hier. So. Nicht nur euch. So. Das hier weg. Ja, sonst sieht es relativ clean aus. Die Wand ist da geblieben. So, dann können sie hier die Wand rausreißen. Da machen wir Glas. Eigentlich kann ja hier nichts passieren, wenn da Leute reingehen. Also kann ich das auch öffnen, oder? Sollte eigentlich nicht schlimm sein, oder? Ja, sieht jetzt nicht so aus. Und dann machen wir hier gleich nebenan einen weiteren Abgang. So. Und da passt noch eine rein. Das heißt dann wiederum, wir können hier eine Vierertür reinsetzen. Plus die Zweier, die bereits ist. Und unten gibt es dann, pro Treppe gibt es dann einen Moving Walkway. Einer geht hier hinten nach oben. Der andere wird hier aussteigen und einer wird wahrscheinlich hier aussteigen. Für die beiden hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu schreibt, was ihr von dem Ganzen haltet. Es kann doch alles ändern. Und man muss aber auch zuerst mal sehen, wie das Ganze läuft, würde ich mal sagen. Bevor man da so richtig die Meinung abgeben kann. Weil aktuell teilen sie sich natürlich durch drei. Müssen hier aber wiederum Bogen machen. Was auch nicht so gut ist. Naja, als erstes würde ich sagen, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag. Ich gehe nach oben, dann sieht man das nicht. Und bis dahin, tschüss.